Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ich habe mal ein paar Gedanken zum Thema Entschuldigung statt Erlaubnis. Ich werde immer wieder mal gefragt, wenn Leute ein Shooting bei mir sehen, an einer außergewöhnlichen Location, so hey Kelvin, hattest du eine Genehmigung und so weiter. Und bei manchen Dingen habe ich tatsächlich keine Genehmigung. Ja, also es kommt immer drauf an. Also meistens nicht bei freien Projekten. Bei kommerziellen Projekten habe ich Genehmigungen, zum Beispiel bei mir im Mannheimer Hafen für die ganze Zeit. Aber worum es mir bei diesem Video geht, ist es, dass du manchmal Dinge auch riskierst, manchmal auch so eine Grauzone betrittst. Denn wenn du bei allem nach Erlaubnis fragst, dann wirst du zu oft ein Nein bekommen. Und manchmal ist es einfacher, du tust es einfach und im Falle dessen, dass etwas passieren sollte, dann kannst du um Verzeihung bitten, ja? Oder dich einfach dafür entschuldigen. Ich will mal so ein paar Beispiele nehmen, wo ich persönlich immer wieder mal so eine Grauzone betrete. Die erste hast du schon gehört, manchmal Locations, wenn ich irgendwo fotografiere. Ich breche jetzt nirgendwo ein und springe auch nicht über einen Zaun, aber dennoch befinde ich mich manchmal auf einem Gelände, wo man theoretisch eine Genehmigung braucht. Aber ich mache es manchmal trotzdem. Das ist eine Sache. Wo habe ich auch noch eine Grauzone betreten? Ich habe zum Beispiel schon ein Bild genommen aus dem Internet, ein Kinoplakat von einem Film, habe mir das Bild runtergeladen und es wieder auf Facebook gepostet, um den Kinofilm zu promoten. Ich habe das Bildrecht nicht für dieses Bild, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und was vielleicht auch noch so eine Grauzone ist, ist die Streetfotografie. Da bin ich jetzt unbedingt nicht so aktiv, aber ich glaube, viele tolle Bilder in der Streetfotografie würde es nicht geben, wenn du jedes Mal die Leute um Erlaubnis fragen würdest, ob du ein Bild von ihnen machen kannst. Du würdest niemals diesen Ausdruck bekommen. Und ich finde es viel wertvoller, dass du Verantwortung übernimmst. Und zwar Verantwortung dafür, dass wenn etwas passiert, zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hast das Bildrecht gar nicht, dass du dann sagst, okay, sorry, tut mir leid, ich nehme das Bild runter, oder du die Konsequenzen dann einfach in Kauf nimmst. Das ist viel wichtiger, aber ich habe einfach gemerkt, dass man ab und zu mal so eine Grauzone betreten muss. Wichtig ist, dass man dabei niemand schadet, ja, weil das soll jetzt kein Aufruf sein, dass du jetzt alles machen kannst, dich über Gesetze hinweg lehnen kannst. Darum geht es nicht. Es geht darum, einfach nur mutig zu sein und das auch wirklich als Ausnahme zu betrachten. Und manchmal dauert es einfach zu lange oder es ist nicht möglich, wenn du um Erlaubnis fragst, und es geht auch oft ohne Erlaubnis. Ja. Du kannst gerne mal in die Kommentare posten, wie du das mal erlebt hast, wie deine Erfahrungen sind. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. In der Regel hole ich mir für alles eine Genehmigung, für alles eine Erlaubnis. Und das hat jetzt auch nichts mit Software zu tun, die gilt es zu lizenzieren. Es geht wirklich nur um die drei Beispiele, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe. Und da schade ich, glaube ich, niemandem groß damit. Und wenn, dann frage ich später nach Vergebung, ja, oder entschuldige mich oder wie auch immer. Aber bisher ist das in 99,999% der Fälle noch nie bei mir aufgetreten. Ich bin auch immer so einer, der nach dem gesunden Menschenverstand geht. Aber ab und zu kann ich nur empfehlen, geh in die Grauzone. Viele außergewöhnliche Dinge, die wir kennen von anderen, sind oft nur passiert, weil sie nicht nach Erlaubnis gefragt haben. Denk mal drüber nach.